Ja, willkommen zu meinem bisher aufwendigsten Video. Und das ist der Beitrag zur Vinyl Challenge 2024. Und viel Spaß. Zuerst aber mal das Intro. Sind im Live-Chat abgestimmt geworden, die zu beantworten sind. Organisiert hat das alles der Timo von Vinyl & More. Die Fragen werde ich dann im einblenden. Er hat da so schöne Thumbnails gemacht, wo die Fragen draufstehen. Die Kanäle, die die Fragen gestellt haben, sind alle in der Beschreibung verlinkt. Auch ein paar Infos zu meinem Kanal habe ich verlinkt. Aber jetzt nicht viel herumrein. Fangen wir an mit den Fragen und starten wir gleich mit der ersten. Was ist der Holy Grail deiner Plattensammlung? Rarität oder persönlicher Grail? Die Frage kommt vom YouTube-Kanal Planet auf Platte. Den schaue ich mir eigentlich recht gerne an. Die sind unterhaltsam. Ja, was ist das? Da habe ich lange überlegen müssen. Und es ist dann ein persönlicher und eine Rarität inzwischen. Und zwar die erste Soloscheibe von Syd Barrett, dem Gründer von Pink Floyd. Und zwar im englischen Original, Erstausgabe, Erstpressung. In a Sleeve mit Originalwidmung am Harvest Label. Die Plattenislat. Discogs sind meine wertvollste und ich habe die in den 80er Jahren in Wien im berühmten Why Not bekommen, zu damals noch einen relativ günstigen Kurs und die haben wir damals schon schwer gekriegt und ohne Internet war das nicht ganz so einfach und darum ist es für mich persönlich eine tolle Platte, die man immer gerne auch her und mein Holy Grail. Gut. Dann weiter zur nächsten Frage. Ja, die zweite Frage. Ob ihr Platten habt, was sich die A- und B-Seite qualitativ unterscheidet? Da gab es ja mehrere Möglichkeiten zum Beantworten. Das eine war gerade die Preisqualität, dass die B-Seiten einen Füller hat zum Beispiel. Oder musikalisch. Musikalisch tue ich mir schwer, weil die Platten, die ich habe, die gefallen mir eigentlich. Sonst hätte ich es nicht in der Sammlung. Und da findet man auch mit mehrmaligen Hören bei einer Platte, die einem zuerst nicht so gut gefällt. Meistens Dinge, die einen interessieren und die Platten einem lieb und ans Herz wachsen lassen. Preismäßig habe ich Glück gehabt, bin weder sonst komplett Schrott gewesen oder beide Seiten in Ordnung. Und am ehesten, wo ich sage, musikalisch die zweite Seite ist nicht meins, geht bei einer Single. Und zwar ist das von Captain Sensible What, wer sich noch erinnern kann. Nummer, die irrsinnig gehypt geworden ist, ein super Hit war, die auf der Single auch eine Wahnsinns-Tonqualität hat zum Analog-Testen. Der Bass ist ein Hammer drauf. Höre ich mir immer noch gern an. Allerdings, wenn mich jetzt einer fragt, was ist da auf der B-Seite, ich habe es mir sicher angehört, aber ich weiß es nicht. Und ich lege es jetzt da nicht auf, weil wenn ich es auflege, lege ich die A-Seiten auf. Also Captain Sensible Wort. Weiter zur nächsten Frage. Ja, dann sind wir bei der dritten Frage vom French Vinyl Addict. Danke übrigens noch einmal für die Plattengeschäft-Tipps in deinem Video von Montreal. Ich habe immerhin 15 Stickeln mitgenommen, mehr ist im Handgepäck nicht ausgegangen. Da mache ich dann ein eigenes Video, was ich mir aus Montreal, Kanada mitgebracht habe. Aber jetzt zur Frage. Aktuelle Platte einer deutschen Band, da habe ich mir hart da, die ich einen fremdländischen Freund empfehlen würde. Als Österreicher kenne ich nicht allzu viel Deutsches und ich bin echt in mich gegangen. Ich habe auch nichts von den bekannten Deutschen wie Rammstein oder die der ganzen deutschsprachigen Sachen, was da gibt.
Udo Lindenberg aktuell gefällt mir nichts. Und dann ist mir eingefallen, da gibt es ja eine Rockband, eine gute aus Deutschland, die so undeutsch sind, dass mir zuerst gar nicht eingefallen sind. Die New Roses. Also Stil, Sleazewalk, da die sagen so alle ganz in Roses ein bisschen. Das ist nicht die alleraktuellste Platte, sie haben inzwischen glaube ich zwei neuere rausgebracht, aber das ist die neueste, was ich von ihnen habe. Die Platten sind alle gut aufgemacht, mit einem Gatefold, mit den Texten innen drinnen. Gefütterte Innenhüllen habe glaube ich einige, weiß ich nicht mehr. Ein Halbsticker fällt mir auch raus. Und kann man auf YouTube auch hören, ist, wenn sie mal nach Österreich kamen, live sicher was, was ich mir anschauen darf. Also das wäre meine Empfehlung. Neue deutsche aktuelle Rockmusik für einen ausländischen Freund. So, die Frage, ob ich Platten habe von einer Band, wo entweder drei Gitarristen, zwei Schlagzeuger, vier Vokalisten am Start sind, kein Orchester oder Chor, kommt von gut aus Plattenkiste. Da haben die paar Challenge-Videos, was ich mir angeschaut habe, alle zuerst gesagt, ah, das ist schwer. Eigentlich nicht. Da ich viel Südstaaten-Rock her, fallen mir alle ein. Da gab es sogar ein paar Bands, was alles erfüllen. Aber die Jam-Rock-Bands, also ich glaube, bei Jet Total kam man hin, bis auf die Sänger. Allman Brothers haben auch drei Gitarristen, zwei Schlagzeuger. Aber ich habe mich dann für was entschieden, was man bei uns in Europa eher nicht so hört. Und das sind die Outlaws. Mit ihrer letzten Platte, Dixie Highway. Drei Gitarristen in Reinkultur, ein Schlagzeug, meistens auch Sänger. Die aktuellen Gitarristen sind der Steve Grisham mit Gitarre und Stimme, der Dale Oliver mit Gitarre und Stimme und der Gitarrist Billy Crane, was mitspielt, und natürlich der Henry Paul als Gitarrist und Stimme. Also wir hätten 1, 2, 3, 4, 5 Sänger, 1, 2, 3, 4 Gitarristen, aber nur ein Schlagzeuger, aber Outlaws. Hört es euch an, Dixie Highway, die neue, und sonst der ganze Katalog für die Outlaws ist ein Hammer. Ich habe mir jetzt auch die Outlaws Live Again geholt in Kanada. Da hört man die drei Gitarren so wirklich geil spielen. Also Outlaws. Für die drei, mindestens drei Gitarren. Okay. Schon die fünfte Frage. Live-Platten, die auf einem Konzert oder auf einer Tournee aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst. Puh, ist nicht einfach zum Beantworten, kommt von HiFi Anonym. LP habe ich jetzt keine. Ich zeige eine CD. Und zwar ist das die Live-Ära, ganz in Roses, 87 bis 93. Und da fällt ja auch die Use Your Illusion Tour eine, die mehrjährige. Wo zwei Konzerte in Wien waren, wobei ich das legendäre erste auf der Donauinsel gesehen habe. Ich habe ganz in Roses zweimal in meinem Leben gesehen, einmal im 1992 auf der Donauinsel. Und das letzte Mal im Happelstadion in Wien vor ein paar Jahren. Was wieder mit Slash gespielt haben, also die Health is Frozen oder wie es geheißen hat, keine Ahnung mehr, müssen die auch nachschauen. Und die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, die Tournee. Und es ist zwar kaliert direkt für ein Konzert drauf, aber es sind etliche aus der Zeit. Und das Konzert war Wahnsinn. Erstens waren glaube ich um die 9000 Leute auf der Donauinsel. Es war ein heißer Sommertag und wir sind knapp vor dem ersten Wavebreaker gestanden, also sehr weit vorne an der Bühne. Und so als Highlights kann ich mich noch erinnern, dass die Typen, wie sie auf die Bühne gekommen sind, derartig drauf waren, dass der Duff McKagan einmal mittendrin ein anderes Lied ausgespielt hat wie die anderen und einige Male fast von der Bühnenkante gefallen war und mit den üblichen Verspätungen und Verzögerungen von Axl Rose waren auch dabei. Wir haben, glaube ich, über eineinhalb Stunden zwischen der zweiten Vorband. Wir waren das schnell. Das waren zwei so Grunge-Geschichten. Offspring? Nein, nicht Offspring. Boah, müsste ich nachschauen. Irgendwo habe ich die Eintrittskarten. Aber meine Schwester ist damals das erste Mal mit mir auf ein Konzert gefahren. Die ist
etliche Jahre jünger und die ist eigentlich hauptsächlich über die Vorband sie gefahren. Grunge war nicht so meins damals, aber Guns N' Roses, das ist gefahren. Das war wirklich ein gutes Konzert und die hören wir dadurch auch die CD immer wieder gerne auch. So, viel zu lange Antwort, weiter zur nächsten Frage. Kann man aus Schrott Gold machen? Vorhang auf, hat das gefragt. Na ja, sicher. Die beste Platte von Dr. Hook und The Medicine. Schau. Jeder kennt die Klassiker. Sylvia Smada, Marie Laveau, On the Cover of the Rolling Stone. Eine super Folk-Rock-Band. Das fährt ein. Und sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, alles noch einmal zum Toppen mit dieser Traumplatte. Something You Win. Mit dem Top-Hit Sexy Eyes. Bist du deppert, wenn man das auch hört, sucht man natürlich alle restlichen Platten von der Band. Zum fast aus der Rolle gefallen. Unbedingt kaufen. Traum wird sicher rapide im Wert aussteigen. Derzeit kriegt man es, glaube ich, noch recht günstig. Also, Dr. Hook. Sometimes you win, sometimes you lose. Weiter. Ist mir jetzt schwer gefallen, muss ich auch sagen. Ja, die Frage von Maltheit, die ist interessant. Welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Ich habe Fülle doppelt. Ich habe es manche zweimal als LP, weil mir eine vom Cover her wichtig war, oder von der ersten Aufgabe, waren Kratzer oder was drauf hat oder ein Hänger, dann habe ich mir eine andere Variante besorgt, die durchspült. Ich habe aber auch welche, was ich in der CD-Ära gekauft habe oder irgendwann verloren habe und mir wieder beschafft habe. Und eins davon ist die Purple in Rock. Da haben wir die CD mit gefakten Bandunterschriften drauf, also die sind nicht echt gut aufgemacht. Ja, typische Remix-CD, sage ich jetzt, die sich aber durchaus gut anhört. Und vor ein paar Jahren ist mir dann gelungen, in Portugal, glaube ich, war das, dass ich eine Harvest, originale, englische Erstausgabe der Platte erwische. Mit dem typischen umgeschlagenen Cover, ohne Unterschriften. War, glaube ich, in der Clubausgabe gewesen. Na, wenn ich das auseinander. Gefällt mir. Also deswegen doppelt. Habe ich haben müssen. Höre mir inzwischen lieber als die CD, weil es eben das typische LP-Knistern dabei hat, auch wenn es die HiFi-Freaks jetzt vielleicht nicht so gern hören. Macht einfach Laune. Gut, weiter. Welche Platten höre ich am öftesten mit meiner Partnerin, deinem Partner oder deinen Freunden? Vinyl und mehr, fragt es. Ich höre nicht viel Musik mit meiner Frau, wenn dann eher YouTube-Videos streamen. Hin und wieder ein Platten, was ihr ganz gut gefällt, aber wenn es auch Platten gibt, die ich sehr viel mit Lebensgefährtinnen und mit Freunden gehört habe, ist das Barbara Thompson Live Paraphernalia Doppel-LP. Barbara Thompson ist eine Saxophonistin, mitspielen tun. John Heisman am Bass, Steel Cats, Colin Dutman noch. Leichte Jazzplatten, sage ich jetzt. Pop-Jazz, Rock-Jazz, Jazz-Rock. Anhören. Mir gefällt es noch immer sehr gut. Habe ich leider nie live gesehen, die Dame. Und dann war es
nicht mehr so viel unterwegs live. Aber die Platten haben wir immer wieder zu sehr vielen Anlässen gehört. Auch in dem Lokal, wo wir Stammgäste waren, so wie zwischen 16 und 20. Das hat dann leider irgendwann einmal zugesperrt, aber dort ist die Platten fast an jeden Abend einmal gerannt. Also das ist sicher das, was ich am öftesten mit Freund und Freundinnen gehört habe. Gut, weiter. Ich habe ein paar Platten, die Covers haben, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgeschaut haben. Aber eins vielleicht, was am polarisierendsten ist, und in den USA und auch in manchen europäischen Ländern nicht im Originalcover erhältlich war, beziehungsweise erst wesentlich später gekommen ist und jetzt sogar so ein Problem ist, dass ich im Moment gar nicht weiß, wie ich es in die Kamera einhalten soll. Ich zeige mal die Rückseite. Blind Faith, die meisten wissen, was vorn drauf ist. Ich brauche jetzt irgendwas zum Zuhalten. In die Hand. Ja. Über Geschmack lässt sich streiten, sage ich jetzt einmal. Über Musik weniger, weil die ist traumhaft drauf. Also das war die eigentlich erste Supergroup überhaupt. Eric Clapton, Stevie Winwood, Ginger Baker und Rick Gleich. So das bekannteste Lied, Sea of Joy zum Beispiel, Presence of the Lord von Eric Clapton, Hard to Cry Today. Also eine Wahnsinnsmusik. Allerdings das Plattencover hätten es vielleicht etwas dezenter gestalten sollen, dann war es in alle Länder im Originalcover gekommen. Gut, sonst hat mir noch eingefallen, die Electric Ladyland, aber die haben schon ein paar herzagt. Und außerdem haben wir da auch das Problem mit der Zensur wahrscheinlich. Weiter. Ich habe die meisten Platten als Jugendlicher gekauft. Und die wird keine davor hergeben. Aber wenn es eine gibt, die ich sicher nicht hergebe, und den nehme ich sogar mit, wenn das Haus abbrennt, dann ist das ein Single. Weil die kriege ich nicht wieder. Zumindest nicht bezahlbar. Rouge Leopold. Das war eine Band bei uns daheim, die ein paar Mal live auftreten sind und da ein bisschen Radiopräsenz gehabt haben in die 80er Jahren. Man kennt es am ehesten so als deutschsprachige Police hinstellen. Und interessant vielleicht ist, der Gitarrist und Bandchef der Frau war der Kurtl Keinrath, der vielleicht einigen bekannt ist als langjähriger Gitarrist und Keyboarder bei der ERV, Erste Allgemeine Verunsicherung, und der in Österreich in der Musikszene eine wirkliche Präsenz hat, noch immer ein Tonstudio betreibt, obwohl er inzwischen nicht mehr der Jüngste ist. Und auch mich unter anderem zum Gitarrenspülen gebracht hat, weil das war einfach ein cooler Typ. Die Platten haben sie im Eigenverlag ausgebracht mit zwei Stickeln drauf, eben Leopold und Vorbei die Trauer. Und wenn man sich das auf YouTube sucht, Geheimtipp, in meiner Beschreibung ist ein Link dabei, wird man merken, beim Vorbei die Trauer, der Anfang ist auch die Hintergrundmusik von meinem Intro. Wir haben die Platten damals um 50 Schilling, glaube ich, direkt vom Künstler gekauft, und leider war die Band relativ kurzlebig und es ist nicht viel nachgekommen mehr, und sie haben sich relativ bald auf andere Musik umentschieden. Vorher war der Keinrath Kurtl, vielleicht ist auch interessant, bei der ersten wirklichen erfolgreichen österreichischen Rockband bei Turning Point, da kommt einmal ein Beitrag dazu. Und danach ist er ziemlich lang mit der Jim Cogan Band im Country-Rock-Bereich unterwegs gewesen, auf Trucker-Treffen, Motorrad-Treffen im deutschsprachigen Raum, allerdings auch mit englischen Liedern. Gut, also das ist die Platten Rouge. War auch eine der wenigen Singeln, was ich in einer Schutzhülle habe, weil ich sie mir echt erhalten will. Gut, weiter. Ja, was habe ich beim Konzert gekauft und vor Ort vom Bandmitglied signieren lassen, fragt der Guido, der Vinyl-Junkie. Ich habe es, glaube ich, sogar schon mal hergezeigt. Der Tihani, kalifornische Rockband, Classic-Rockband, die
aktuell gerade im europäischen Raum tut. Das war die erste EP, die habe ich 23 im Februar beim Konzert gekauft und signieren lassen. Leider habe ich nur drei von den vier Musiker erwischt. Ja, ist eine recht seltene Platte und die Musik gibt sich die, hört sich das auch, man kann es streamen. Man kriegt die aktuelle Platten, die Can't Find the Breaks, überall bei den Versandhäusern und wahrscheinlich auch bei den Plattenshops. Der Tihani, empfehlenswert. Frage 12 sind wir schon. Welche Platte oder welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer gehabt hast? Vom Podcast Was mit Rock und Vinyl. Ich bin zum Glück sehr lange glücklich verheiratet und habe daher sehr lange das Gefühl des Liebeskummers nicht mehr. Ich kann mich aber noch erinnern, vor 40 Jahren, wie sowas gewesen ist. Das interessiert eh keinen. Was ich jetzt gedacht habe, wenn ich dieses Gefühl wieder hätte, was mir hilft, wäre wahrscheinlich sowas. Dort im Buckley, Happy Sad. Die Platten war übrigens auch fast bei meinem Holy Grail gelandet. Ist eine Erstausgabe aus den USA. Und den Buckley werden nicht kennt. Anhören, unbedingt. Das ist der Vater von Jeff Buckley. Der sagt vielleicht mehreren etwas und hat etliche sehr, sehr, sehr gute Platten gebracht. Und der Erwin von Across the Borderline hat einen schönen Videobeitrag über in dem Buckley gemacht. Also das war meine Liebeskummermusik, falls ich es noch einmal in meinem Leben brauche. Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst? Nadelneue, der Vinyl-Podcast mit Max und Flo. Also zuerst hätte ich jetzt einmal ein Hellenwein-Cover genommen, den habe ich aber schon mal hergezeigt, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit. Das, was alle kennen, sind die Scorpions mit dem Blackout. Dann ist mir eingefallen, es hat in Österreich einen noch erfolgreicheren und berühmteren Maler gegeben. Und das war der Arik Brauer und der hat in die 70er Jahre Musik gemacht. Und das ist seine erste Platte. Und als schaffender, bildender Künstler hat er natürlich das Cover selbst gestaltet. Und wenn man weiß, was Arik Brauer Bilder wert sind und die Auflage dieser Platte relativ begrenzt ist, könnte man sich ja fast an die Wand hängen als Arik Brauer Bild. Aber hin und wieder auch hören. Deutschsprachige, recht kritische Musik findet man auf Internet auch. Und die Geschichte von Arik Brauer, die sollte man sich sowieso zu Gemüte führen, gerade in der heutigen Zeit. Er ist ein Holocaust-Überlebender gewesen und hat sich trotzdem für die deutschsprachige Gegend entschieden und ist leider vor ein paar Jahren in sehr hohem Alter verstorben. Welche Platten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltete sich am schwierigsten vom Vinyl-Addikt? Jetzt wird schon wieder kompliziert zum Herzagen. Es gibt eine Kultband in Österreich, die heißt Novaks Kapelle. Findet man relativ wenig im Internet, schaut es nach. Ich habe schon mal vorgestellt, die Singles, glaube ich. Und die haben auch eine LP herausgebracht. Wirklich nur eine. Sonst waren es zwei EPs und irgendein Schrottplatten, was ja stets veröffentlicht geworden ist. Die Band ist recht extrem, genauso das Cover. Ich zeige es jetzt nochmal verändern. Die Band, und wie mache ich das jetzt? Na, weit genug weg, vielleicht ist dann nicht so scharf. Und jetzt lege ich weg. Und die Platten heißt Naked, also Novaks Kapelle Naked. Verkauft ist die Originalquarten mit einer roten Überhülle, so ähnlich wie die
wie die Pink Floyd Platten, Wish You Were Here mit der schwarzen, also so ein Plastiksackerl drüber, wo eben Novaks Kapelle und Naked drauf gestanden ist. Und wie sie damals neu rausgekommen ist, habe ich es einfach nicht wahrgenommen. Ein paar Jahre später habe ich es dann kaufen wollen, das war so Anfang 80. Keine Chance, sie war recht klar aufgeregt. Und dann habe ich immer wieder bei Plattenbörsen nach der Platten gesucht, seit den 80er Jahren. Und ich wurde nie fündig. Und wenn ich fündig geworden bin, dann war es in einem so einem Zustand, dass es liegen geblieben ist oder so teuer, dass ich es mir nicht wirklich kaufen wollte. Und vor einigen Jahren, das ist glaube ich auch schon wieder fast 10 Jahre her, hat es Kin Fuegos Records als siebte Ausgabe in dem Katalog neu aufgelegt, mit Genehmigung der Künstler. Es ist kein Counterfeind oder ein Bootleg, sondern original von den Künstlern zugestimmt, von den Originalbändern gemacht. Die Platten ist original 78 rausgekommen, die Neuauflage ist glaube ich so 2009, 10 gewesen. Auf einem guten 180 Gramm Vinyl, das Originalcover gut reproduziert. Und ich habe es jetzt und ich bin zufrieden. Meine Jagd hat 30 Jahre gedauert fast. Naja, was soll man machen? Hin und wieder geht es nicht anders. Und was ist meine älteste Release, beziehungsweise die älteste Pressung, was ich habe, von der Tanzkunststube kommt die Frage 15. Also das ist das älteste. Das Cover ist nicht mehr im besten Zustand und du ist jetzt auch nicht aus der Hülle raus. Das sind Deckerplatten von 1955. Traditional Jazz Assembler aus der Royal Festival Hall in London. Mit Dixieland Jazz drauf und einer Mono-Aufnahme natürlich. Und aus Sicht des Vinyl ist wesentlich stabiler und härter als heute. Die Platten knistert ein bisschen, aber es ist eigentlich erstaunlich gut für das Alter und wie das Cover ausschaut und für den Zustand, was die Platten wahrscheinlich hat und durch wie viele Hände die vielleicht gegangen ist. Die Geschichte dazu, ich habe vor etlichen Jahren, ich glaube 3, 4 Jahre, es war schon in der Corona-Zeit, eine Plattensammlung geschenkt gekriegt, wo viel Schrott drin war, viel Klassik drin war, die nicht berühmt war oder nicht wesentlich was war. Einige Gusterstickerl, aber sehr wenig eigentlich, und der war dort dabei. Und ich habe noch immer im Keller eine Bananenschachtel voll von dem Zeug stehen und im Keller her ich mir die beim Trainieren manchmal auch. Und wenn mir was gefällt, nehme ich es mit auf. Und wie mir der in die Hand gefallen ist, trotz der Mäusebisse drauf, habe ich gesagt, die muss in die Sammlung, weil das ist einfach vielleicht die älteste Platte, die ich besitzen werde oder jetzt im Augenblick besitze. Also eine kurze Geschichte. Nächste Frage. Frage 16. Eine schöne Grüße nach Tirol zum Semi erleben. Ich schaue deinen Kanal sehr gerne an. Die Frage ist auch interessant. Welche Platte hat dich in eine komplett neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert? Wie ich zum Musikhören angefangen habe, bewusst. Und nicht mehr das gehört habe, was man im Radio oder bei den Eltern gehört hat, waren das Stones, waren das Sweet, Slade, was in den 70er Jahren eben so gespielt geworden ist, war das Udo Jürgens, war das zum Beispiel der Frank Zander, der mir damals in jungen Jahren sehr gut gefallen hat und ein paar klasse Rocknummern zu der Zeit auch gespielt hat, und was in der Sendung Animalcore beziehungsweise später dann im OK oder auch beim Peter Rapp im Spotlight gespielt geworden ist. Da bin ich so musikalisch erzogen geworden, aber eher Mainstream-mäßig. Und wie ich dann selber Platten kaufen begonnen habe, ist mir dieses Plattencover im Geschäft aufgefallen. Und ich habe es mir mitgenommen. Und dann angehört. Und es ist eine Liebe entstanden, die bis heute nicht gebrochen wurde oder unterbrochen wurde.
alleinig bei Black Sabbath beim Titellied, wenn der Tritonus anfängt. Das habe ich noch nie zuvor gehört. Ich habe damals keine gute Anlage gehabt, aber ich habe gewusst, da muss der Regler bis zum Ausschlag auf und das muss laut gehört werden. Und das ist mir direkt ins Herz gegangen und danach war nichts mehr wie davor, weil es hat nicht lange gedauert, bis ich die anderen Sabbath-Platten gehabt habe. Da ist jedes andere Hobby momentan zurückgestellt gewesen und mein Taschengeld ist in Black Sabbath-Platten gerutscht. Und ich habe auch dann die anderen Musikrichtungen entdeckt. Richtig Heavy Metal oder Death Metal oder Doom Metal höre ich bis heute nicht viel und nicht so gern. Das ist nachher zu wild geworden. Aber Black Sabbath, Blue Oyster Cult, die Purple, Led Zeppelin, die ganzen Klassik-Rock-Sachen und vor allem Black Sabbath, die Ossi-Jahre. Danach war es für mich dann relativ aus, aber die Ossi-Jahre, Black Sabbath, wie ich mich gefreut habe, wie die 13 rausgekommen ist. Und wer die Platten auch hört, von Anfang bis zum Ende und gleich danach die 13 auch hört, von Anfang bis zum Ende, ohne die unnötigen Bonus-Tracks, wird die Glocken zweimal hören. Und das alleinig kann nur an Tony Iommi oder an Ossi einfallen, sage ich, oder an Geezer Butler, der für mich auch ein Wahnsinnsmusiker ist. Und ja, ich könnte jetzt ewig weiter schwärmen, aber wir wollten ja ein kurzes Video machen. Also die Platte, die mein Leben verändert hat, oder bereichert hat besser, verändert ist vielleicht falsch. Black Sabbath. Welche Platte ist dein Lieblingsbootleg oder Counterfeit von Moshfit Passion? Habe ich nichts, oder nicht viel, nicht bewusst. Bootlegs hätte ich etliche, allerdings alle Dateien. Großteils in Wien, in diversen Konzertstätten, am Mischpult mitgeschnitten, leider. Hätte eins von Eric Sadinas, ein super Konzert. Leider ist das eher der Grund, das Mikrofon nicht drauf gewesen, so meine härtige Instrumente, aber ich habe nicht singen. Ich habe ein ZZ Top Konzert, wo ich mir noch die Dateien gekauft habe. Ich habe Government Mool Live-Auftritt von Wien als Datei und ich habe ein echtes Bootleg von Wiesn unten, wie der Neil Young fast 3 Stunden Konzert gespielt hat. Aber eben alles auf Datei oder auf selberbrennter CD. Counterfeit ist mir jetzt unbewusst ans Untergrund. Als Kiss-Fan wollte ich natürlich auch die letzten beiden Alben auf Vinyl haben und jetzt umlängst habe ich die auch gefunden. In Wien, in einem Plattengeschäft, so wie es den Namen nicht. Und habe es mitgenommen, weil es nicht extrem teuer war. Und daheim wollte ich es in Discogs eintragen und siehe da. Unofficial Release wird auf Discogs nicht gehandelt. Darum vielleicht hat das auch 20 Euro hergegeben. Die Platten ist aber in einer sehr guten Qualität. Also spricht nichts dagegen, dass man sie auch fleckt und auch hört. Und das Cover ist dem Originalen relativ gut nachgemacht, sage ich jetzt einmal. Also das ist mein Counterfeit, mein Lieblings-Counterfeit, weil es auch das einzige ist. Okay, weiter. Die 18. Frage. All Killer, No Filler, auf welchem Album gibt es nur gute Songs? Plattenpanorama hat die Frage gestellt. Für mich gibt es da mehrere, aber eins der Klassiker-Alben, wo wirklich jeder Song ein Hit ist, ist Lynyrd Skynyrd, die erste Band Lynyrd Skynyrd. Da haben wir drauf, als erstes Ain't The One, ein rechter funkiger Rock, der reingeht. Dann Klassiker, Use This Gun, also wer das nicht mag, mag nix. Dann das Gimme 3 Steps, das ist eine Spaßnummer durch und durch. Und dann der absolute Skynyrd-Klassiker Simple Man. Also da haben wir jetzt schon zwei absolute
Scanner Top-Hits und die zwei ersten Nummern sind auch gleichwertig. Things Going On ist eine Wahnsinnsnummer. Mississippi Kid ist ebenfalls eine Wahnsinnsnummer. Poison Whiskey, da haben wir Blärd und Geschrien dazu in unserer Hard Rock Disco, was gegeben hat. Und dann als Abschluss Freebird. Ich weiß nicht, wie sie das zusammengebracht haben, aber das sind lauter Killer und kein einziger Fehler. Lynyrd Skynyrd pronounced. Lynyrd Skynyrd. Gut, das war's schon. Ich hoffe, es war recht kurzweilig und es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht ein paar Anregungen gehabt. Ich darf mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, muss ich fast dazu sagen, und ein paar von meinen alten Videos anschaut. Das letzte ist überraschenderweise mit glaube ich, fast 400 Views ein richtiger Hit geworden. Danke dafür, danke noch einmal an den Timo, dass er sich das auch da hat. Danke an alle, was Fragen eingereicht haben. Und ich hoffe, man hört und sieht sich des Öfteren und liest sich wieder. Grüß euch!